Ob nun Tom und Jerry, Nils Holgersson oder Sailor Moon. Kinder lieben Zeichentrickfilme. Aber so den Film in jungen Jahren schon selber produzieren? Im Lavanstal in Kärnten haben Volksschulkinder gemeinsam mit einer Spezialistin einen Zeichentrickfilm selbst gemacht. Und wir wollten natürlich wissen, wie so etwas geht. Am Rande eines kleinen, friedlichen Dorfes lebte einst ein Mann. Oft unterbrach er seine Arbeit, um einen Apfel zu verspeisen. Hubert und der Apfelbaum, eine Geschichte aus einem Kinderbuch, ist zu einem Film geworden. Beim Apfelstehlen. Gemacht haben ihn die Kinder der Volksschule in Maria Reuach in Kärnten. Im Unterricht haben sie sich zuerst einmal mit dem Inhalt vertraut gemacht. Mehr brauchte er nicht auf der Welt. Anne Ziegenfuß ist Spezialistin für Animation. In London hat sie ihr Handwerk gelernt. Seit ein paar Jahren arbeitet sie auch wieder in ihrer Heimat Kärnten. Ja, da können wir gleich auf unser Storyboard schauen. Wir haben uns ja ein Storyboard gemacht, damit wir einen genauen Fahrplan für unseren Film haben. Man sieht hier zum Beispiel unsere Bienen, die kommen bei uns im Frühling vor. Über eine Woche wurde der Werkraum dann zu einem echten Trickfilmstudio. Über 3500 Zeichnungen haben die Kinder gemacht. Ich habe heute schon 5 ganz große Wassertropfen gezeichnet. Und wenn ihr das jetzt so bewegt, dann schaut schon aus wie im Film. Doch bis dorthin ist noch ein weiter Weg. Einzelne unserer Zeichnungen haben wir ausgeschnitten, um sie im Legetrickverfahren zu animieren. Hier werden wir die Zeichnungen Schritt für Schritt bewegen und mit einer Kamera abfotografieren. Und diese einzelnen Bilder werden dann anschließend im Computer hintereinander abgespielt und ergeben somit einen Film. Den letzten Schritt macht Ziegenfuß dann alleine. Das Komponieren der einzelnen Sequenzen. Ein Spezialprogramm auf dem Computer macht's möglich. Es ist die Freiheit in diesem Medium, die mich fasziniert. Also man hat keine Einschränkungen. Man kann so viele Schauspieler wie möglich auf die Bühne bringen. Alles, was die Fantasie sich vorstellen kann, ist machbar, theoretisch. Und das Schöne ist eben auch, dass man hier in einer sehr fröhlich-humorvollen Ambiente den Kindern das Thema Film näher bringen kann. Der selbstgezeichnete Film ist doch gleich noch einmal so spannend. Vielleicht ist er für den einen oder anderen ja der Beginn einer großen Karriere als Trickfilmzeichner.